Junior? Er ist schüchtern, aber ein grausam guter Geschäftsmann. Bist du sicher? Ich glaube an ihn. Ganz, ganz fest. Hörst du? Junior? Es ist so schön, den eigenen Lebensabend abgesichert zu wissen. Nun, dann nimm für dieses Mal einfach unser kleines, aber feines Werbegeschenk entgegen. Ein roter Faden für dich. Komm, ich bind dir den Faden an deine lustige, runde Münze. Die hier übrigens nicht als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Sehr dekorativ, danke. Der hochqualitative rote Faden, den ich dir gab, soll dich bald zurückführen zu Kirchenmaus und Sohn, wenn du denn Bedarf an schönen Dingen hast. Dingen jeder Art. Suchst du schöne Dinge? Kleine Dinge? Runde Dinge? Tolle Dinge? Volle Dinge? Leere Dinge? Schwere Dinge? Dinge mit Zucker? Dinge mit Matsch? Ja. Quatschdinge? Okay. Suchst du Dinge? Komm zu Kirchenmaus und Sohn. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Bald werde ich mein Geschäft meinem talentierten Sohn übergeben, damit ich mich auf der Kokospalmeninsel zur Ruhe setzen kann. Wir sammeln nur noch genug Geld für die Reise zusammen. Stimmt's, Junior? Junior? Vielen Dank. Ich werde mich sicher an euch wenden, wenn ich... Dinge brauche. Sachen haben wir auch. Gut. Dinge und Sachen. Und Zeugs. Dinge, Sachen und Zeugs. Kann er mal die Klappe halten? Alter! Ich geb dir gleich ein Ding auf den Kopf. Gut, nervig ist Kirchenmaus. Und außerdem, ich glaube nicht, dass diese Kirchenmaus Junior, das Junior, überhaupt noch lebt. Erstens, sieht er aus wie... keine Ahnung. Er scheint blind zu sein. Und natürlich ist er ein guter Verkäufer. Er sagt ja nichts. Und ich bezweifle, dass er irgendwie, keine Ahnung, schüchtern ist. Vielleicht hat er ja auch zu oft in den Mond geschaut. Wer zum Beispiel den Film Die Wächter kennt. Wächtereulen. Naja, wisst schon. Was haben wir denn hier? Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Nimm nur mal die Mütze. Die behalte ich besser. Dann eben nicht. So, was haben wir denn, wenn die hier... Hier, Mauswald. Schöner Ausblick. Mhm. Von hier aus kann man das Café und die Stadtmauer sehen. Und eine von den Kanonen der Mauswachen. Ja, der auf den... Ah ja. Okay. Es scheint aber nicht wirklich viel hier zu geben. Unheimlicher großer Baum. Eine ganze Stadt passt unter den Baum. Wer sich da oben in der Krone des Baumes einen Kobel baut, hat sicher einen super Ausblick. Ja, ja, das kennen wir schon. Geh ich mal hier lang. Kommst du denn dort durch? Ah, Posthorn. Soll man damit jemanden rufen? Probier's mal aus. Soll man da... Idiot. So. Seltsam und verschlossen. Seltsam und verschlossen. Ich habe hier gerade meine Tasse Tee in der Hand. Jetzt habe ich ein bisschen verschüttet. Einen Moment. Ah, so. Was haben wir hier? Blattboot. Ach, das sind die Igelbrüder. Seid ihr die Igelbrüder? Ja, die sind wir. Wie können wir dir helfen? Ich bin Jerry, Zauberlehrling. Herr Spitzweg hat mich geschickt, um nach seinem Boot zu fragen. Ah, Spitzweg wartet sicher schon seit Stunden an der Bachschleuse. Leider sind unsere Werkzeuge verschwunden. Die
waren ganz neu. Da steckt bestimmt ein Grünhut dahinter. Ach, sei doch nicht albern. Unser Papa hat uns von Grünhüten erzählt. Da waren wir 4 Jahre alt. Nein, nein. Sie treiben sich ab und zu im Mauswald rum, sind unsichtbar, klauen Werkzeuge und bringen kalte Luft, sodass man sich erkältet. Das waren Märchen. Und diese kleinen Fußstapfen hier überall, sind die auch ein Märchen? Ich schau mich mal nach eurem Werkzeug um. Danke. Das würde uns sehr helfen. Omas hat hier gerade gelacht. Hast du auch was gehört? Ich habe eine Idee. Oh, da ist jemand. Ein kleines grünes Männchen mit Hut. Ich hab's ja gewusst. Da haben wir wohl doch einen Grünhut im Haus gehabt. Ach, soll mich doch die Schlangen holen. Donnerbalken und Fliegenbiss. Hagel und Schlammkünst. Der sieht mich ja. Aber wenn ich die Luft anhalte, siehst du mich nicht. Okay, der ist dort hinten reingegangen. Was? Halt! Oh nein, jetzt ist der Dieb weg. Ich muss hinterher. Jetzt sofort? Ich wollte mich hier ein klein wenig umgucken. Aber, naja. Ach so. Nein, da passe ich nicht hindurch. Na super. Anstatt den kleinen Kerl zu verfolgen, könnte ich versuchen, ihm den Weg zu versperren. Den Weg versperren. Soll man damit... Kleine Fußspuren. Die Fußabdrücke führen in den kleinen Tunnel zwischen den Wurzeln. Ganz schön rund. Die anderen auch. Aber der hier besonders. Irgendwas an diesem Kürbis ist anders. Er ist rund und groß und orange. Ah, ich komme nicht drauf. Aber irgendwas ist anders an dem hier. Was denn daran schon anders? Das ist ganz normal. Er ist jetzt halt mal ein wenig kleiner. Und ich glaube, ich muss gleich mal eine Aufnahmepause machen. Weil das mit dem Sound, das geht so gar nicht. Ich muss gucken, was da los ist. Jetzt sind wir hier wieder. Ah! Der kleine Mann in Grün. Da ist er wieder. Ah, erst bei den Igeln und jetzt schon hier? Sie jagen den Falschen. Ich hab nichts getan. Vermaledeite Polizei. Ich meine... Fahr zu Frau Holle, verflixter Wachtmeister. Was? So, wo geht er jetzt hin? Jetzt ist er schon wieder entwischt. Der war ja ganz schön sauer. Die riechen nach nasser Erde. So sind mir Pilze viel lieber als in Mamas Salaten. Ich hasse Pilze im Übrigen. Naja, hassen. Ich mag sie halt nicht. Die schmecken mir nicht. Aber Pilze suchen gerne. So, warte. Der muss doch sicherlich hier nach draußen gegangen sein. Ich will noch keine Aufnahmepause machen. Das Spiel gefällt mir so sehr, dass ich gar nicht aufhören will. So. Okay. Hier wahrscheinlich nicht. Also man hat gesehen, er ist von oben lang gelaufen. Und mal gucken, ich gehe mal hier. So, mal gucken, vielleicht ist er hier. Nee. Ich habe ein Gefühl, ja, mein Gefühl sagt mir, dass ich zu diesen Kalkwasser-Dingensen-Brücke gehen muss, also hier hinter. So, dann gehen wir durch den Gras.
durch das Gras. So, hier, die Statue kennen wir doch. Ah, Eichhörnchen, Eichhörnchen, Eichhörnchen. Oh, dich gibt es auch in Mauswald. Wie ulkig. Ich muss hier am Rand aufpassen, dass ich nicht in den zweiten Monitor gerate. Ne, ach so! Ah, ich kenne diesen Weg. Weg zum Portalbaum. Mauer. Oh, horcht mal die Musik. Gibt es etwas Schöneres? Oh, hier, ich mach mal Doppelklick. Hallo? Spinnennetz? Wir haben doch noch... Ich will die Spinne nicht sauer machen. Und wenn das Netz kaputt ist, nützt es niemanden mehr. Aha, okay. Was ist denn das hier für ein Zeug hier oben drin? Aber wir kommen hier auch nicht mehr rüber. Hier ist der Tümpel. Der ist viel, viel tiefer als bei uns zu Hause. Zum Glück habe ich mein Seepferdchen-Abzeichen schon gemacht. Oh mein Gott. So, was haben wir denn dort? Merkwürdige Kristallstatue. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Nee, also das mit dem Sound geht so definitiv nicht. Ich muss gleich meine Aufnahmepause machen. Ah, jetzt sind wir hier oben. Ich wollte eigentlich zur Kalk-Dingensen-Höhle Weg, whatever. Nee. Ah, wie komme ich jetzt dorthin? Was hier? Ich mache jetzt mal ab und zu ein paar... Ah, da bist du ja. Hier findet mich der Kleeblattkapper bestimmt nicht. Da ist er wieder. Stehen bleiben. Ich stehe auf einem Shamrock. Seine Magie gibt mir Kraft. Jawohl. Ich kann hier machen, was ich will. Er ist schon wieder entkommen. Diebe halte ich besser. Naja, kann ja sein. So. Oh, hier zum Rand. Lass mich in Ruhe, du Balk! Mein Kleeblatt kriegst du nicht! Ich will doch bloß das Werkzeug! Jetzt ist er schon wieder dort. Okay, da scheint eine verzwickte... Oh, jetzt muss ich aufpassen. Da ist nicht eine Biene drin. Dem süßen Duft nach zu urteilen, ist das Volk aber erst vor kurzem ausgeflogen. Hier ist so eine Krähenstatue. Wie seltsam. Ich dachte, Krähen sind hier ein Problem.
Wer weiß, vielleicht sollte das auch zur Abschreckung dienen. Die Kürbisse hier werden erstaunlich groß. Andererseits rede ich jetzt regelmäßig mit Mäusen meiner Größe. Dagegen ist so ein Riesenkürbis fast wieder unspektakulär. Ja. Es sieht aus wie Holz. Es riecht wie Holz. Ich glaube, das Haus ist aus Holz. Echt hübsch. Schlauberger. Sieh einer an. Ich hab den Dieb gesehen. Ein kleines grünes Männchen mit Hut. Ich hab's ja gewusst. Da haben wir wohl doch einen grünen Hut im Haus gehabt. Ich hab ihn sogar gehört. Aber warum kannst du den Grünhut sehen? Ich bin ein Zauberlehrling. Eider Daus, dann kannst du uns bestimmt helfen. Ich schau mich mal nach eurem Werkzeug um. Danke. Das würde uns sehr helfen. Ja. So, Was soll ich mit diesem Zwerg machen? Soll ich ihn jetzt die ganze Zeit verfolgen oder... Da ist er wieder. Sie jagen den Falschen. Ich hab nichts getan. Vermaledeit. Jetzt bin ich echt am Verzweifeln. Jetzt ist er schon wieder entwischt. Jetzt bin ich echt am Verzweifeln. Was haben wir hier? Magische Briefmarke. Wir haben allerdings auch noch die Hagebutte. Die Hagebutte. Ich gucke hier nochmal durchs Loch. Nee. Wir haben absolut gar nichts. Zwei Minuten mache ich noch und dann ist wirklich Schluss. Keine Sorge. Dann habe ich, glaube ich, auch schon wieder ein paar Folgen gemacht. Je nachdem, wie ich das renne. Stadttor. Ich könnte ja nochmal reingehen und dort fragen, was da... Komm, gehen wir mal nochmal rein und berichten von einem Zwerg. Vielleicht wissen die ja, was da... Vielleicht haben die ja neue Konversation für mich. Wir mussten unsere Vorräte gänzlich neu anlegen. Während der Evakuierung muss sich hier eine Krähe gütlich getan haben. Schon seit ein paar Monaten wird unser schönes Mauswald Opfer aggressiver Krähenangriffe. Diese Krähen sind wild, fast unfähig zu sprechen. Uhu. Eine sehr beunruhigende Situation. Warte, das kennen wir schon. Jonathan, vielleicht hat der was Neues. Na, Grünschnabel, weißt du, warum Bienen summen? Bitte, keine Witze. Ich habe Kopfschmerzen. Uhu. Den Witz will ich hören. Den Witz will ich hören. Na, Grünschnabel, weißt du, warum Bienen summen? Nein! Bitte, keine Witze. Ich habe Kopfschmerzen. Uhu. Ursula! Ich sage immer, die... Hier, warte mal. Gucke mal, warte. Das muss nicht mit harten Kuchen beworfen werden. Du sollst es ja auch geben. Komm hier, Ursula. Das wäre Lolli-Verschwendung. Warum? Hier. Das wäre Lolli-Verschwendung. Hier. Kipp. Das wäre Lolli-Verschwendung. Aber warum? Dann gib ihn halt den leckeren Trockennapf. Das muss nicht mit harten Kuchen beworfen werden. Warum willst du denn die Leute mit Kuchen bewerfen? Das muss nicht mit harten Kuchen beworfen werden. Warum? Warum? Warum willst du etwas werfen? Warum willst du den Kuchen, den trockenen Kuchen, auf etwas werfen? Warum?
Ah. Ich habe eine Idee, Leute. Eine Idee, Herr...